Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Nach einem Zwischenfall in der gestrigen Aufnahme bin ich zwar wieder an der Anschlussstelle, aber ich weiß jetzt nicht, was wir in der Welt bereits hatten und was nicht. Also ich habe jetzt so ein bisschen weitergemacht. Baum ist natürlich erschienen, aber ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen, die ich machen muss, und die mache ich jetzt noch fertig und dann sollten wir wieder auf dem normalen Weg sein. Das heißt, wir beginnen auf jeden Fall hier. So, ohne, hören wir mal auf zu quatschen hier und dann flitzen wir mal weiter, würde ich sagen. Obwohl, quatschen sollte ich vielleicht, weil ist ja ein Let's Play. So. Ein Felsen. Zack. Gehen wir jetzt mal dahin. Wir haben ja Pfeil und Bogen wieder, ne? Den hat er nicht getroffen, echt nicht. Eine Banane geschossen. Alter, jetzt kommt der Jäger raus. Jetzt kommt der Jäger raus. Jetzt hauen wir hier rein. So. Truthähne. Nö. Leder? Ein Leder. Abgeledert. So, ja, wir gehen einfach hier hoch. Ja. Oh. 130 Meter hochklettern. Yay. Aber das ist ja nicht... Nee, wir müssen ja noch weiter. Ein Stück weiter müssen wir noch. Wenn Eivor auch gerade hochklettert und nicht immer zur Seite springt. Da hinten müssen wir hin. Ah, shit. Naja... Und hoch geht's. Wir könnten uns womöglich auch gleich nochmal die restlichen Rüstungsteile holen, aber das machen wir tatsächlich erst nach dem Plündern der Schätze und Orte und der Rätsel. Ist auch schon cool gemacht, diese Gegner. Wenn das hier Neuseeland sein soll, schon cool. Waren wir nicht eben auf der Seite? Auch gut. Ich glaube... Was war das denn? Runde Steine stapeln. Also wie gesagt, es könnte sein, dass ihr jetzt tatsächlich auch Sachen doppelt seht. Aber... Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Ich... Ich erinnere mich, dass das nicht so schwer war. Du bist recht gut im Steineschichten. Besser als ich. Ich geb's zu. Ja. Das hier ist dein Meisterwerk.
ein Denkmal für die Götter. Bade in ihrem Ruhm und empfange ihre Ehre. Die Götter haben selten Ehre. Also? Sie leben nie in Frieden. Sie schrecken nicht vor Neid, Wut und Wahnsinn zurück. Ja, ja. Sie sind vollkommen. Es wackelt ein bisschen sehr, ne? Oh ja. Hält, sehr gut. Und einen Beherrschungspunkt haben wir auch. So, die Rabenbeherrschung. So, gehen wir als nächstes hin. Ein paar Sachen haben wir noch zu plündern. Und einen Ort haben wir sogar noch zu entdecken. Krass. Da, da und da. Ich hätte gern ein Reittier oder sowas, ey, dass man hier nicht die ganze Zeit hin und her laufen muss. Das wäre ziemlich cool. Ein bisschen herumreiten wäre toll. Da drüben ist dann der. Okay, ich glaube aber eher, das hätte weh getan. Da hinten sind die zwei Schätze. Was haben wir denn hier nochmal gehabt? Shit. Yay! Was war denn hier nochmal? Lager. Hier wimmelt es von Bären. Ach so. Au. Entspann dich. So. Zerrissene blutige Nachricht. Lord Gorm, dein Plan, Bären für den Kampf abzurichten, hat Rückschläge erlitten. Doch wir versuchen es weiter. Ist noch einer. Nun braucht er nichts mehr fürchten. Oh. Ja, tatsächlich noch mehr. Wo war der denn? Oh, keine Ahnung. Ist auch egal. Ist ja eh verschieden. Leider verfrüht von uns gegangen.
Ein True Tarninski. Aus irgendeinem Grund genau dahin läuft, wo wir hinwollen. Oh, wollen wir mal ein Lager unsicher machen hier, ne? Ja, dann schieß doch mal. Seid klug. Bringt euch nicht in Gefahr. Stopp! Ich nehme dir die Augen. Tust du nicht. Aha. So. Ui. Hallo? Geht doch. Diesen Wachen entgeht nichts. Ich vermute schon. Noch einer? Da oben. Ja. Gut. Ja. Gut gemacht, würde ich sagen. Gut gemacht. So, hier haben wir doch auch irgendwo schon eine Kiste gehabt, ne? Oder? Ja, da. Ja. Und Level up. Sehr gut. So. Ein Beherrschungspunkt finde ich auch gut. Dann gehen wir hier hin und hier hin. Dann haben wir, glaube ich, Entschuldigung, alles, oder? Sei denn, hier taucht gleich noch irgendwas auf. Aber erstmal den vergeben. Uiuiui. Verdammtes Mehl. So. Ist gerade richtig gesehen, war da Metall? Oder Eisen? Aber ich glaube, wir holen uns lieber das hier. Hier ist noch ein Schlüssel. Wofür auch immer. Aber hier ist der Schlüssel. Bestimmt wieder oben.
oder? Passt auf, die Ratte kennt viele. Du wirst leiden. Also ich persönlich habe nichts gesehen. Verdammtes Vieh. So. Da oben. Aber da ist noch ein Schlüssel. Den holen wir uns auch mal. Ich glaube, den brauchen wir. Um die Kiste zu öffnen. Und wenn hier schon zwei Schlüssel sind, dann werden wir auch mindestens zwei brauchen. Ey, wieso hat er denn nichts abgewehrt? Au, Alter. Haltet den Licht auf Trab. Fang mal. So. Ach, da oben drin ist der Schlüssel. So. Hey, Moment! Nicht davon wie ein Troll in der Nacht! Niemand nennt mich Troll. Ja. Auch das war schon wieder. Okay. Kohlebarren. Ja, sehr gut. Dann haben wir tatsächlich nur noch in Aussicht. Ach, guck mal, da unten ist auch noch was. Uiuiui. Dann gehen wir da auch nochmal schnell runter. Und wenn wir schon mal hier sind. So. Der Händler. Oh, der ist untergegangen. Na denn. Wo ist denn der Händler? Hä? Ist der abgehauen? Oder wurde er? Weggebracht.
Dun, dun, dun. So, ein Rätsel aber noch und das ist das eine, was hier unten ist. Aber ansonsten haben wir alles, ne? Ja, krass, cool. Schnellreise dahin, dann noch die das Rätsel machen und dann hoffentlich können wir das jetzt machen. Ich glaube beim letzten Mal, also als ich bei der verhunzten Aufnahme, konnte man das glaube ich beim zweiten Mal erst machen. Also probieren wir es jetzt auch. Jo. Einmal ordentlich Rambazamba zum Mitnehmen, bitte. So. Niehöfen. Glaube da. Wir reiten auf. Fremder! Danke für deine Hilfe. Ich hörte, was passiert ist. Wir stehen kurz vor unserer großen Jagd auf die schreckliche Bestie. Wenn deine Kehle vor Jagddurst auch ganz trocken ist, schließt du dich an? Wir ziehen ins Unbekannte. Komm mit, Bruder. Letztes Mal war die Bestie uns überlegen. Wir sollten wachsam sein. Ja, dann komm. Dann sind wir jetzt nicht mehr überlegen. Unterlegen. Spuren. Es besteht kein Zweifel. Die sind von demselben Biest, das uns angriff. Frage war jetzt nochmal, was hat euch angegriffen? Ja, ich hab's doch verstanden. Wollen wir nicht weitergehen? Na, geht doch. Hörst du es auch? Es ist nah. Ich spüre es. Ich habe irgendwas fauchen gehört, ja? War das unser Opfer? Du willst es. Da ist es. Es ist sogar noch... Was ist das? Ein guter Kampf. Ja, super Kampf. Du hast wahren Kampfgeist gezeigt. Danke, dass du uns begleitet hast. Jäger uns. Oder Beute. Du bist, was du zu sein beschließt. Wir sind hier fertig. Wenn wir uns je auf bekanntem Boden wiedersehen, wirst du uns willkommen sein. Das ist doch nett. So, das heißt, wir haben's. In Wien dann sind wir fertig. Dann gehen wir mal zu Olaf. Und berichten, dass Gorm weg ist. Also freiwillig gegangen ist natürlich, ne? Also ist ja ganz klar. Dich nicht mehr verstecken, Olaf. Gorm ist tot. Gorm? Tot? Durch deine Hand? Er zahlte einen blutigen Preis für seine Ehrlosigkeit. Mehr sage ich nicht. Kehre zu deiner Schwester zurück. Oh, das werde ich. Doch zuerst geselle ich mich zu den Einheimischen ans Feuer.
Ich höre gern Ihre Geschichten, auch wenn ich nichts verstehe. Geschichten? Erzählen Sie Ihre Sagas? Ja, ja, Sie erzählen Geschichten. Ja, komm, hör zu. Okay. Sokki. Rarondunde wasagohrori neyotzi zizu. Waharu. Hau. Toyedene. Zinue rodiskara gehte. Junkquiro taguani. Dehni zarugi totni dagwe. Ja dehni ganare ziosumwaya. Danu akwegu gasumwa hunzi. Yotzi zizu. Yagode denegwa da wagu. Danu rarondode. Yesunne. Zokki osumagu ja undke doda ahirek dogatka negere. Tundaya wasi, rarondo de yasagorege. Osumagu, ya eanda ne, ne yotzi zizu. Zi wa agoyanda haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egweni. Nia de gahderege, ya ehoe, zi ya eanda ne, zi de jutsu wagardas. Gott, Rahnaraga, Dagwagara Duhas. Ich verstehe dich nicht. Ah, du willst, dass ich eine Geschichte erzähle. Na gut, lass mich überlegen. Eine Geschichte von Verrat, von selbstsüchtiger Bosheit, von Göttern wie verzogene Kinder. Von all unseren vielen Göttern ist Odin der am meisten Verehrte. Er ist der Allvater, der Erhabene, der weise König. Doch trotz seines Ruhms kann er auch der trügerischste seiner Art sein. Eigensüchtig, zurückgezogen, stur, sogar grausam. In lang vergangenen Tagen geschah es, dass Odins Sohn Baldr plötzlich von seiner einzigen Schwäche getötet wurde. Der Mistel. Odin hielt den Tod seines Sohnes für einen Unfall und sandte eine Nachricht zu Jötunheil mit der Bitte, seinen lieben Sohn ins Leben zurückzulassen. Heil willigte ein, unter einer Bedingung. Jedes lebende Wesen in den neuen Welten musste eine Träne der Liebe für Baldr vergießen. Sofort ließ Odin in jedem Winkel der Welt seine Bitte verlauten, dass alle für seinen geliebten Jungen weinen mögen. Und alle folgten, bis auf eine. Eine Jötun namens Tök weigerte sich, für Baldr zu weinen. Soll Hel behalten, was sie erhielt, sagte Tök. Bosheit. Und so war Baldrs Schicksal besiegelt und er ward für immer verloren. Er wurde mit einem Totenboot nach Midgard geschickt und dort zwischen Bäumen und Felsen begraben. Was Odin nicht wusste, Tök war niemand anderes als der verkleidete, listenreiche Loki, ein Gott, den er Freund nannte. Schlimmer noch, Loki war es, der Baldr durch einen Mistelzweig in den Tod geführt hatte. All diese Kniffe und Finden waren Lokis Geist entsprungen. Manche sagen, es lag an Lokis grausamer Natur. Andere hielten es für Rache für etwas, das Odin Loki und seinen Kindern angetan hatte. Und wieder andere glauben, dass all diese Taten, ob gütig oder grausam, vor langer Zeit in die Muster ihrer Leben gewoben wurden. Dass wir nicht die Verfasser unseres eigenen Schicksals sind, sondern nur seine Leser, und dass wir... dass wir uns gegen diese Sicht wehren sollten,
denn sie ist nicht willkommen. Anguagara du hast seine Art Nowara Raugara. Nene auch niot die Waterdet Noya ge. Gorm brachte diesen Stein zu einem seltsamen Zweck über die Walstraße. Ich weiß nicht wieso, doch er scheint zu diesem Land zu gehören. Joskatz. Gua, das nu sage, wat nit da herde. Da gua weirde, go? Nimm du ihn und bewahre ihn. Eines Tages erfährst du vielleicht seinen Zweck. Danke. Euch allen. Für alles, was ihr getan habt. Aya, Watski. Yeti sotogungaha. Ayeza haharda da. Ratnardaga. Oh, der Garda. Ey, diese Stimme ist echt aus Assassin's Creed 3. Das ist tatsächlich aus Assassin's Creed 3, glaube ich. Ich glaube, das ist tatsächlich das Volk von Connor. Was ist denn das hier für eine... Wieso hier? Ich weiß nicht, warum... der das hier anzeigt. Hier sind keine Klöster oder sonst irgendwas. So. Dann wollen wir mal in unsere Heimat zurück. Oder Heimat ist ja auch falsch. Auf nach Engerland. Obwohl Engerland ist ja jetzt unsere Heimat. Vorerst. Niehöfen. Sprich mit Hilda. Kein Wort von Gorm. Der hat das ganze Ale mitgenommen. So viel Arbeit. Jo, er geht wieder. Aus Jo vorweg. Du hast deine Arbeit lange liegen lassen. Jora gibt es nicht länger. Mein Name ist Eivor, Dränger des Rabenclans. Und mein Zweck ist erfüllt. Zweck? Welcher Zweck denn? Gorm ist tot! Der Troll ist tot! Olaf. Schwester, lass uns feiern! Gorm Kjötfisson gibt es nicht mehr. Erschlagen von Eivor Rabenfreund. Eivor Waldläufer. Eivor Olafs Retter. Was ist los? Ich hatte eine langwährende Blutfehde mit Gorm und seinem Clan. Nun kann sie ruhen. Oh, die Skalden werden von diesem Tag berichten, wie Eivor Gorm bis an den Rand der Welt jagte. Wie dem auch sei, Gorm ist tot. Ich würde euch empfehlen, diesen Ort zu verlassen. Hier gibt es nichts für uns. Ich widerspreche nicht. Gorm war wahnsinnig und wahrlich ein Troll. Aber er bezahlte uns in Silber und das war genug. Bruder, geht es dir gut? Ich befürchtete das Schlimmste. Mir geht es gut. Ja, ach so gut. Und vielleicht bleibe ich eine Weile bei den Freunden, die ich hier gefunden habe. Wie du wünschst, Bruder. Und du, Eivor, wohin wirst du gehen? Mit uns über das Meer oder zurück in die Wälder? Übers Meer. Ich segle mit euch. Brechen wir auf. Pass auf dich auf, Olaf. In diesem Leben und dem nächsten. Leb wohl. Leb wohl. Sehr cool. Weit windet sich die Walstraße vor mir. Grausam das Geschehen, das euch hergeführt. Mein Los mag meinen Leib an dieses Land binden, doch vorerst beschreite ich die See. Oh, Vinland-Saga abgeschlossen, sehr schön.
Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. So. Dann gehen wir mal mit Randvi sprechen. Mit dem Randvi. Was? Jägerhütte. Das ist nicht die hier, ne? Nee, Jägerhütte. Das nicht. Da oben. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen was abgeben. So. Schön. Sehr schön. Die Natur ist wundervoll. Ja, ich auch so. Warum ist hier eigentlich das andere Vieh nicht? Vielleicht solltest du dir das Riesen mal ansehen. Was war denn das? Elch? Das können wir immer gebrauchen. Null im Besitz. Nichts abgeben. Hast du alles? Ich muss los. Bis bald. Muss los, ich hoffe, Bruder. Wir sehen uns bald wieder. So, wir haben da einen Brief. Einen Brief haben wir. So. Entschuldigung nochmal für die Unterbrechung. Du bist ein feiner, Kaubart. Tokas Brief. Oh, Toka. Eine Nachricht für mich. Brief von Toka. Eivor, Skull aus dem Frankenreich. Es hat sich seit deiner Rückreise nach Hefnatorp nicht viel verändert. Ich habe natürlich viel zu tun. Es gibt so viele Dinge, die man als Anführer eines Clans zu beachten hat. Doch das weißt du ja selbst. Ich behelfe mir zum Ausgleich mit Bier und dem ein oder anderen Holmgang. Chardis hält sich an unsere Abmachung. Odo kommt dem Thron näher und näher und hält ebenfalls sein Wort uns gegenüber. Er hat Paris und wir haben, was wir gewonnen haben. Ich bin zufrieden. Die Dinge laufen gut, obwohl die Bürde der Führung schwer auf mir lastet. Zweifel schleichen sich in meinen Kopf und dann werde ich unsicher, was ich tun soll. Wenn das passiert, frage ich mich immer, was du tun würdest. Das lässt mir keine Ruhe, aber ich lerne dazu. Ich vermisse deine Lehren, deine schnelle Axt und deinen noch schnelleren Verstand. Wenn du mich einmal besuchen kommen solltest, isst dir eine Käseplatte und ein Glas Wein gewiss. Und bring mir doch bitte ein schönes Schwert mit. Meine Sammlung wird mir bereits langweilig und ich habe dich immer noch nicht bezwungen. Toka. Warum ist Graubart hier so laut? Schön, dich zu sehen. Hallo, Randvi. Du warst so lange weg. Was du besagt? Selbstverständlich. Solch eine lange Reise. Konntest du tun, was getan werden musste? Ja, und ich brenne darauf, mich nun um die Dinge hier vor Ort zu kümmern. Gut. Es ist vollbracht. Gorm ist tot. Und der Kjötvison-Clan aus dieser Welt getilgt. Gut. Ich würde gerne alles über deine Reise nach Vinland erfahren, wenn du die Zeit findest. Eines Tages. Sehr cool. Unser Besitz. Oder unsere Verbindung. Unser Bündnis. Ups. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, was haben wir denn? Wir haben jetzt nur noch das hier. Das hier unten. Mehr haben wir nicht mehr. Erzähl mir mehr über Kent. Bassem hat geschrieben. Er behauptet, Fulke gefunden zu haben und bittet um deine Hilfe. Du findest ihn im Priorat des heiligen Hadrian. Neuigkeiten von Sigurd? Hat er nicht erwähnt. Aber wenn er Paladin Fulke gefunden hat, kann Sigurd nicht weit sein. Ja, womöglich. Dann wollen wir mal nach Kant. Warte, Kant. Ich gehe, sobald ich kann. Gut. Pass auf dich auf, Eivor. Bassim weiß etwas Neues über Sigurd. Ich muss zu ihm. Bassim. Das war auch so ein komischer Typ, ne? So, der Winkelzug des Abts. Aber wir haben hier noch im Orden haben wir noch ein paar, die wir uns entledigen können, ne? So, wir fangen mal mit Schwester Blaeswit, der Schatten des Erzbischofs, an.
Sie befindet sich oft in der St. Martinskirche in Canterbury in Kent. Magistra Blaiswith, die Hake. Eine jugendliche Jugendliebe sorgte dafür, dass Blaiswith auf Drängen ihres Vaters in ein Nonnenkloster kam. Dort fand sie jedoch eine neue Liebe, den Orden. Sie befolgte die Regeln des Ordens mit einer verzehrenden Leidenschaft und stieg schließlich in den Rang einer Magistra auf. Okay. Jetzt habe ich vergessen zu aktivieren. Die holen wir uns. Die Dame holen wir uns. Handwerber. Schnellreise nicht verfügbar, warum nicht? Warum nicht? Können wir nicht hier raus reisen, oder? Oh! Dark, Basim hat uns Sigurds Aufenthaltsort übermittelt. Wir brechen umgehend auf. Großartig, Eivor. Endlich fällt dir ein, dass wir nach unserem Jarl suchen sollten. Ich klatsche für deinen halbherzigen Edelmut. Doch ich werde dich nicht begleiten. Dark, das ist kein Scherz. Auf das Schiff, los! Jemand muss zu Hause bleiben und sich um die Belange der Siedlung kümmern. Da du uns bei jeder Gelegenheit im Stich lässt, sollte diese Aufgabe mir zufallen. Sigurds Leben steht auf dem Spiel. Wir brauchen dich. Nein, ich werde hier gebraucht. Ist dein Zweifel so groß, dass du nicht einmal deine Axt erhebst, um deinen Jarl zu retten? Du verdrehst die Wahrheit, Wolfsmal. Aber geh, finde den Jarl, bring ihn zurück. Doch komm nicht wieder vom Weg ab, wie es dir immer öfter zu ergehen scheint. Wir sind noch nicht fertig, Dark. Wir reden nach meiner Rückkehr. Alter, er sollte den einfach erschlagen, ey. Das ist so ein Ochse. Und ich glaube tatsächlich, dass der uns noch ordentlich in den Rücken fallen wird. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber Dark wird noch ganz schön auf die Fresse fallen, glaube ich. Kacktyp, ey. So. Handwipper. Warum auch immer er das gerade getan hat. Aber egal. So, wir holen uns jetzt. Eine Kapuze wäre gut. Oh. Wenn der geht, dann knallt das ganz schön auf den Boden, ey. Alter Schwede. War leicht. Der Erzbischof zweifelte nie an meinem Glauben. Ich hütete meine Geheimnisse und scharte Anhänger um mich. Ich war so fromm, er tat mir leid. Ich hatte für seinen Gott nie viel Liebe übrig. Nicht wie für die alten Götter, die wahren Götter, unsere Erschaffer. Du meinst, dein Leben war eine Lüge? Du hast deine Ehre im Meer versenkt. Als ich dem Bischof von meinem Glauben erzählte, ergriff ihn die Furcht. Also brachte ich ihn zum Schweigen. Diese Stelle holt dich jetzt ein. Was? Genau. Vishu und Lavandu. So, wir haben noch ein Ordensmitglied. Und zwar Greve Derby.
Eliminiere die Zwinge. Er befindet sich bei einem Wasserfall im Dorf Piseringa in Eoforvikshire. Magister Derby, die Zwinge. Derby kam spät zum Orden, nachdem er sich bereits den Posten eines Greven in seiner Geburtsstadt gesichert hatte. Das Gesetz durchzusetzen bereitete ihm Freude und Genugtuung. Den Posten als Magister im Orden sah er als Chance, Gesetze noch umfassender durchzusetzen und dabei noch mehr Freude zu verspüren. Okay. Er ist hier oben ganz. Seringa. Skadaberg. Dann gehen wir da hin und erledigen das von der Stelle aus. So. Das war ein eleganter Sturz. Aber gut abgefedert. Würde ich sagen. So. Iseringa. Da hinten. Da müssen wir schnell hin. Razzo Fazzo. Und dann wird der Orden nochmal um einen Kopf kürzer gemacht. Was? Unsere Schwerter tauchen auch auf einmal auf. Alles klar. Da ist er ja. Er schläft. Hast du Lust auf eine Runde, Erle? Danke, aber gerade nicht. Was soll's? Ruhe in Frieden, Greve. Deine Zeit ist gekommen. Ja, nun stelle ich mich beim Vitenagemot der Götter meinem Urteil. Nach Helheim mit dir. Ei, selbst Helheim braucht einen Greve. Aber nicht so einen. Da. Quest. Orden. Die Leier. Leier verbringt einen Teil seiner Zeit damit, auf dem Markt zu stöbern. Eine beim Earl gefundene Nachricht. Komm bei deinem nächsten Besuch mit auf den Marktplatz, werter Earl. Wenn ich nicht auftrete, verbringe ich dort meine Mußestunden. Stöbere in den Waren und feilsche mit den Händlern. Die Leier. Aber wo? Grantabrückschier. Grantabrückschier. EOV-Weg. Nordingerham. Grantabrückschier. Oxena. Gloucester. Amtun. Grantabrück. Frage ist natürlich, wo wohnt der da, ne? Aber wir gucken mal erstmal. Wir brauchen auch nur noch einen Hinweis, wenn ich mich nicht irre. Und dann kriegen wir das bestimmt schnell hin hier. Den zu finden. Auf dem Marktplatz heißt es. Orden. Die Leier hat braune Haare, ein Schnurrbart und ein Spitzbart. Leier ist zufrieden nach Grantabrückschier zurückgekehrt.
Aber kein Ort, ne? Zeitvertreib, Urteil. Pläne, Oberlippe. Achso, guck mal, wir brauchen erst den Hinweis. Wir müssen erstmal den finden, bevor wir weitergehen können. Kinder der Dano. Ja, hier haben wir alle. Wir müssen erstmal den Hirtenstab finden. Bevor wir den finden. Der Edelmann in Lincolnshire ist Mitglied des Ordens der Ältesten. Ein Edelmann in Lincolnshire. Lincolnshire war ja hier oben. Quelle, Mühle, Stille Delle, Aldermanns Ausguck, Krankentor, Bergton, Grimsby, Wicke. Ich weiß nicht, ob das noch hier vorweg geschieht. Achso. In Lincoln war er ja nicht, ne? Und spielen konnte man hier nicht. Da haben wir gesoffen. Hier könnten wir noch saufen. Hier haben wir aber gespielt. Wicke. Da haben wir in den Keulen gesoffen. Ich weiß das gerade gar nicht. Aber meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.